Well, ein bisschen kaputt Wagen ist, aber ist egal, bringe die Leiche weg. Wir bringen Leiche. Beseitige die Leiche, lass dich nicht erwischen. Ja, das krieg ich. Ich war ganz unauffällig. Ja, ganz unauffällig fahre ich. Dein Wegpunkt wird auf dem Radar angezeigt. Sehr schön, das ist toll. Und jetzt Gas geben, wir sind auf einer Autobahn. Hallo. Man muss schon in der Kurve. Hallo. Ach komm, hier ist doch mehr als 40. Ah, jetzt. Was ist das für ein krasser Lichteffekt? Uhu. Schade, dass man hier nicht runterfallen kann. Das wäre lustig, aber egal. Alles egal. So, wir dürfen uns nicht erwischen lassen, wie wir die Leiche wegräumen. Das ist ein Bus, oder? Yep. Ist aber egal. Ups. Gibt es mir einen anderen Weg vor oder muss ich echt wenden? Ich muss wenden. Gut. Das lässt sich hier ganz gut regeln. Oh, oh. Uns ist einer reingerasselt. Ich Cassini. Nö, tust du nicht. Ich habe nämlich eine Leiche im Kofferraum. Ich schaffe es auch immer wieder, zu den ungünstigsten Momenten irgendeinen Unfall zu bauen. Zum Beispiel jetzt. Aber da haben wir die Polizei direkt mitgenommen. Idioten. Haha, und jetzt sitzen die fest. So, guck, alles ohne Probleme. Alles gut. Wurde nicht erwischt. Der weiß eh nicht, wo ich hinfahre. Irgendwas ist gerade, das hat sich angehört, als ob irgendwas explodiert. Warum fahren wir denn auf den Schrottplatz? Was? Oh, well. Die gute alte Art. Fragt sich nur, wo die Schrottpresse ist. Ach, da. Ja, ja, die gute alte Gangsterart. So, wie komme ich da jetzt rein? Was? Ja, das geht nicht, ne? Weil 10 cm hohe Kanten kann man mit einem Wagen nicht hochfahren. So, wir sollten jetzt schnell aussteigen. Und dann machen wir das Auto einmal ein wenig, sagen wir, kleiner. Da gucken wir aber zu jetzt. Geht das doch wieder auf, nicht? Oh doch. Also ich glaube, irgendwas habe ich verpasst. Wo zum Teufel ist das Auto hin? Ja, ist das einfach weg jetzt, ne? Ist hier jemand? Müsste doch der Opa sein. Da steht er tatsächlich. Ist ja cool. Können wir mit dem reden? Wahrscheinlich komme ich gar nicht da rein. Tag, Vito. Wie geht's? Brauchst du einen Job? Sorry, ist gerade nichts da. Okay. Cool, dass wir hier einfach mal rein können. Hier sind doch bestimmt dann auch Pornos. Oh, ich sehe gerade nichts. Die sind aber auch relativ unauffällig. Nee, keine Ahnung. Gut. So, jetzt mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Nach Hause. So, da müssen wir uns jetzt irgendeinen Wagen schnappen. Problem ist nur, hier ist zufällig einer, den wir natürlich mitnehmen können. Ach, das ist so ein... Ach, den schaffen wir. Das schaffen wir schon. Das ist überhaupt kein Problem. So.
Zack. Verdammt. Ups. Ja, halt die Klappe. So, das gibt's doch nicht. So. 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 So, bitteschön. Hat doch geklappt. Alles gut. So, wir fahren direkt rechts runter. Und zwar heute jetzt mal ohne die Lichter kaputt zu machen. Habt da gedacht, ne? Habt da gedacht. Aber habe ich noch geschafft. So. Dann runter. Warum ist meine grüne Linie nicht da? Ach so, hat er mir wieder gelöscht. Der Sack. Okay. Wir müssen geradeaus fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Heute mal, beziehungsweise das heißt heute, jetzt gerade eine Aufnahme. 22 Minuten und ich fahre nur mit dem Auto durch die Gegend. Spannung pur, sage ich da nur. Hier ist eine Zugstrecke. Hören Sie auf, hier ist der Bahnhof, wo wir angekommen sind. Sehr schön. Sag mal, hier kann man doch bestimmt auch irgendwas machen an diesen Tankstellen, ne? Und was bringt mir das, wenn ich tanke? Guten Abend, Sir. Voll tanken, bitte. Binnen 2 Sekunden fertig. 1, 2... Was bringt mir das denn? Jetzt habe ich Geld ausgegeben. Kann mein Auto denn überhaupt leer sein? Ist sowas technisch möglich? Danke. Schönen Tag noch. $1,22 für Volltanken. Boah, geil. Heiliger. Was war das? Einmal eine Komplettdrehung. Er schnurrt wie ein Kätzchen. Und wieder sind sofort beide Lichter kaputt. Das geht doch nicht, sowas. Naja, gut. Egal, wir sind vollgetankt. Jetzt können wir vernünftig explodieren. Vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum wir tanken können. Keine Ahnung. Gut, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Und dann bin ich gespannt, was uns dann erwartet. Jetzt so als professioneller Mafiosi. Wir arbeiten uns ja immer weiter hoch, wie wir alle wissen. Denn wir sind professionell. Die hat ihre Hand. Sagen, sie hat ihre Handtasche fallen lassen. Darf man nicht meiner schönen Frau hinterher gucken hier. Meine Herren, das ist ein Fußballstadion. Da ist auch noch Copyright-Musik im Radio, höre ich gerade. Ja, das Lied ist aber bestimmt auch. Naja, egal. Ich darf mir auch nicht umgucken, Mann, bei dem Spiel. Ich muss hier links sogar. Dream, 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 dream. Nein! Oh, verdammt. Warum fahre ich denn hier durch? Das schaffe ich noch. Ja, guck mal, fast. Oh, hier muss ich hin. Oh. Yep. Das war mein Plan. So, ist ja eh nicht mein Wagen. Da. Die Polizei juckt sich da nicht dran. Was ist das denn für ein Scheiß? Hier ist eine riesen Massenkarambolage und sie stört sich kein Fitzelchen, aber sobald ich da jemanden mal leicht irgendwie titsche, ist sofort Gangster aus. Ich schaff's auch immer echt, meinen Briefkasten heil zu lassen, ne? So, Tür zu. Ist ein Post da? Nein. So, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Dream, 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 wir schlafen. Und mein Handy schellt bestimmt jetzt. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Vilja Skatla, keine Ahnung, 27. Juni, irgendwas. Ich hab's nicht ganz gelesen, 51 bestimmt. Wer zum Teufel ist das? Ja, wer mag das sein? Wer mag das sein? Das ist die große Frage. Bestimmt. Neue Grafik freigeschaltet, sie im Hauptmenü noch. Ist bestimmt Joe, ne? Ist das Joe? Ich kann die Tür nicht öffnen. Ziemlich cool. Achso.
kann die Tür nicht öffnen, weil ich keine Kleidung anhab. Bitte, ich habe ein Unterhemd und eine Unterhose an. Das reicht. Mach mir doch hier nicht die Mühe, mich noch großartig umzuziehen. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Okay. Ja, folge Henry zum Auto. Du weißt, dass das nicht gut enden wird. Ist das dein Auto? Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also... Du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Heißt das, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Sehr schön, darum und? Geht's also. Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Es ist nur so, wir fahren jetzt mit seinem Auto und er lässt uns natürlich fahren. Klingt logisch. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ist gleich, ich fahre gleich viel besser, wenn die Leute reden und ich mich auf das Fahren konzentrieren kann. So, hier sollen wir jetzt also hin. Oh oh. Jetzt können wir rein, das ist ja schön. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay, okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her.